Ja, willkommen hier zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir eine App, die sehr, sehr vielversprechend ist. Ja, wie der Titel schon sagt, 25 € pro Woche verspricht die App hier, beziehungsweise die App verspricht sogar noch viel mehr. Die App, die sagt, dass man hier bis zu 50 € pro Woche verdienen kann. Ich würde jetzt realistisch sagen, man kann so um die 25 € pro Woche mit dieser App auf jeden Fall verdienen. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt hier direkt. Die App heißt PlaySpot, das ist das allererste. Kann man sich ganz normal im Play Store runterladen. Wir starten die App jetzt hier erstmal. Was ich jetzt noch dazu sagen muss, ich habe heute die App, um wirklich zu gucken, ob die App gut ist, habe ich schon gespielt. Ich habe jetzt insgesamt schon 5.800 Punkte, das heißt, das sind fast 6 €. Du bekommst hier, sobald du die App einmal das erste Mal gestartet hast, 5 € geschenkt, also 5.000 Punkte. Und ich habe jetzt schon 5.800 und ich sage euch, ich habe dafür wirklich maximal 5 Minuten gearbeitet. Ich werde, weil diese App wirklich extrem vielversprechend ist, werde ich diese App selber benutzen. Ich werde nach einer Woche die Einnahmen zeigen, dann nochmal nach einem Monat meine Einnahmen zeigen und auch die Auszahlung bzw. halt die PayPal-Transaktionen dann zeigen. Ja, wie habe ich diese 5.800 Punkte verdient? Einmal, indem ich hier Spiele spiele, aber was an dieser App extrem cool ist, man bekommt bei dieser App einfach schon Geld dafür, wenn du Level spielst. Also du lädst jetzt hier zum Beispiel, wir laden uns jetzt gleich hier Live-Errors runter. Die habe ich ja nicht installiert gehabt. Und du bekommst pro Level, was du schaffst, Geld. Du bekommst pro Level, was du schaffst, 4 Cent. Ist nicht viel, aber wenn du dir erstens diese App normalerweise sowieso geholt hättest, zum Beispiel Errors oder ich weiß gar nicht, wie die App hier gerade heißt, die hatte ich schon runtergeladen, dann bekommst du einfach Geld dafür, dass du dieses Spiel spielst. Und wenn du dir sowieso so eine App immer gerne runterlädst, dann ist das natürlich eine super Ergänzung. Was man auch noch machen kann, hier sind die ganzen Apps hier, damit kann man ganz normal Geld verdienen, also immer 4 Cent pro Level. Also man sieht ja auch schon, hier sind einige Apps bei, die man auch so kennt. Und dann, wo man da nur noch sehr viel Geld verdienen kann, meiner Meinung nach, sind hier Videos. Ich würde jetzt für das Video, wenn ich es gucke, 10 Coins bekommen, aber ich meine, einmal pro Tag bekommt man hier, kann man hier 200 Coins pro Video verdienen, also einmal am Tag 200 Coins, das wären dann sozusagen 20 Cent, was extrem viel ist. Jetzt sind es circa 10 Coins. Das ist jetzt nicht so viel. Aber auch mal extrem gut, um Geld zu verdienen. So, wie funktioniert das Ganze? Wir gehen jetzt hier auf Play and Earn. Geht auf Weiter. Dann geht es hier in den Play Store. Installieren das Spiel hier schnell. Also wirklich, wer so Spiele sowieso gerne spielt. Zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, den habe ich die App jetzt auch empfohlen, weil der spielt sowieso Arrows sehr gerne. Und ja, der hat sich die App jetzt sozusagen deinstalliert, hat die dann hier drüber geholt und verdient jetzt einfach, während er normal das Spiel spielt, was er sowieso gespielt hätte, Geld. Und man verdient echt nicht wenig Geld, wie ihr schon seht. Ich habe wirklich mit 5 Minuten Aufwand hier fast 1 € verdient, was echt gut ist. Und wenn man halt das Spiel sowieso einfach so spielt, warum nicht? Man bekommt einfach Geld dafür. So. Die App ist jetzt hier auch runtergeladen, wird hier noch schnell installiert und dann zeige ich euch das Ganze, wie es geht. Es gibt keinen Affiliate-Link, also wirklich, das ist hier keine Werbung oder irgendwas. Ihr müsst wenn ihr das Spiel hier haben wollt, die App haben wollt, dann müsst ihr die euch im Play Store ganz normal runterladen. Gibt keinen Affiliate-Link. Genau, dann müsst ihr noch einmal bestätigen, sozusagen. Und dann können wir jetzt hier auch schon losspielen. Ja, wir müssen jetzt hier sozusagen hier die Pfeile ohne den Apfel zu treffen reinhauen. So. Wir haben jetzt hier auch schon 2 Level gespielt und haben von jetzt haben wir insgesamt schon 3 gespielt. Wir gucken jetzt gleich nochmal auf unseren Kontostand rein. 4, beziehungsweise jetzt haben wir einen gespielt. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir jetzt genau machen müssen. Okay, jetzt haben wir verloren. Okay. Game over. Und jetzt müssen wir uns hier Werbung angucken. Aber was jetzt noch sehr wichtig ist, jetzt machen. Nee, kommen wir gerade nicht raus. Doch da oben können wir auf Skip drücken, genau. Und dann wird jetzt hier unten irgendwo, da oben ist das X, sein. So, wir müssten jetzt eigentlich, wir haben 4 Level gespielt. Wenn wir jetzt mal in die App reingehen. Wir haben jetzt hier 5.880. Wir haben 2 Level gespielt gehabt, beziehungsweise eigentlich 3. Wir klicken jetzt hier nochmal auf Play and Earn. Vielleicht hat das Ganze nicht richtig funktioniert. Drücken auf Restart. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob das immer pro Level ist.
oder pro zwei Stages sozusagen. Ich glaube, das könnte auch pro zwei Stages sein. Da macht das Ganze natürlich auch Sinn. Aber wir sehen jetzt hier, wir bekommen leider die Meldung gerade nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Also bekommt man hier eine Meldung, dass man Geld verdient hat. Ich kann das nochmal in einem anderen Spiel jetzt gleich zeigen. Auf jeden Fall, ja, du bekommst dann immer nach einem Mal hier Werbung. Wie finanziert sich das Ganze? Natürlich die App. Die bezahlen die dafür, dass die neue Spieler bekommen. Und die bekommen dann halt über die App dann sozusagen, also für die Werbung Geld und geben das dann sozusagen ein bisschen weiter. Da das Ganze jetzt hier aber nicht so gut funktioniert mit dieser Meldung oben. Ach, die habe ich ausgestellt, deswegen geht es nicht genau. Ich habe die Benachrichtigung ausgestellt. Deswegen zeigt er mir das auch gerade nicht an. Aber wir haben jetzt hier 5.928 Punkte schon. Also schon wieder 128 Punkte verdient in dieser kurzen Zeit. Das wären jetzt gerade 128 Punkte sind ja 12 Cent und 8, ja 12,8 Cent sozusagen. Das wäre meiner Meinung nach immer noch sehr viel. Reich wirst du dadurch nicht, aber ich werde diese App auf jeden Fall weiter benutzen. Ich werde meine Einnahmen teilen. Das ist nicht das Problem, also da habe ich gar kein Problem mit. Also die Einnahmen werden auf jeden Fall gezeigt. In einer Woche stand 29.08. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.